Hier haben wir einen Objektivadapter der Firma Novoflex, mit dem alte Olympus-Optiken an moderne Olympus-Kameras angebracht werden können. Bedeutet, hinten der Anschluss für die Kamera ist für das Olympus 4/3-System und vorne der Anschluss ist für das Olympus OM-System. Präzise verarbeitet und ja, sehr hohen Qualitätsstandards entsprechend, wie man es von der Firma Novoflex kennt. Und das Ganze zeige ich jetzt mal kurz in der Praxis mit Objektiv und Kamera. Dann habe ich hier eine OM-Optik, die ich eben an der 4/3-Kamera verwenden möchte. Ich suche an beiden, an Optik und an Adapter, die Anschlussmarkierung und führe die beiden aufeinander, raste das Bajonett ein. Dass das jetzt ein bisschen schwierig aussah, liegt daran, dass die Optik sich in sich leicht dreht, also hier alles sehr leichtgängig ist und der Adapter sehr präzise und fest gearbeitet ist, spricht eher für den Adapter als für die Qualität des Objektivs. Gut, aber ist jetzt ausgestattet, das Objektiv, um es eben auf meiner modernen Olympus zu verwenden. Die habe ich hier und jetzt suche ich wieder die Anschlussmarkierung, führe die aufeinander und raste die Bajonette ein. So habe ich dann meine neue Olympus mit dem alten Objektiv ausgestattet und kann Fotos damit machen. Sollte man vielleicht beachten, sowohl Blendensteuerung als auch Fokus werden hier manuell eingestellt. Keine Kommunikation zwischen Kamera und Objektiv. Gut, dann habe ich meine Fotos gemacht und möchte das Ganze vielleicht auch wieder auseinandernehmen. Dann, wie man es gewohnt ist, das Objektiv von der Kamera nehmen mitsamt Adapter und hier dann den Staubschutz oder das Objektiv wieder aufbringen. Und dann habe ich in aller Ruhe Zeit, auch Objektiv und Adapter wieder voneinander zu trennen. Bei diesen Objektiven ist es so, dass die Arretierung des Bajonetts eben im Objektiv ist, nicht am Adapter, also nicht wundern, wenn Sie den Adapter auspacken, der hat es nicht. Dann drücke ich eben hier die Arretierung und nehme, na, jetzt verstellt sich wieder die Blende, nehme den Adapter, geht doch wieder vom Objektiv runter, kann hier jetzt wieder andere Optiken aufbringen oder auch die Optik wieder an Ihrem Originalsystem verwenden. Ja, das ist der Objektivadapter von Olympus auf Olympus von Novoflex.